In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Tabletop-Gelände passend zur nächsten Postapokalypse bemalen und verwittern könnt. Dafür nehme ich meinen Vault-Bunker, dessen Bau ich euch ja bereits ausführlich in drei vorangegangenen Videos gezeigt habe. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS und großen Fallout-Bunker-Finale. Bevor es aber mit der Bemalung losgeht, noch ein Tipp. Um den glatten Hartschaumoberflächen etwas Struktur zu geben, nehmt eine Strukturpaste mit feiner Körnung zur Hand. Damit könnt ihr nicht nur ungewollte Ritzen und Ecken zuspachteln, sondern mit hauchdünnen Schichten auch sandig raue Oberflächen erzeugen. Oder ihr verdünnt die Paste ein wenig mit Wasser, um sie unregelmäßig auf alle waagerechten und senkrechten Flächen aufzutupfen. Vor allem in Bodennähe und in Ecken sieht so später super nach Sand, Dreck und Staub aus. Ich möchte den Bunker passend zur Fallout-Serie auf Amazon Prime Video staubig braun bemalen, daher ist meine Hauptfarbe dieses Raw Sienna. Doch ein und derselbe Braunton würde natürlich bei so einem wuchtigen Geländestück langweilig wirken. Daher werde ich den Eingangsbereich optisch abgrenzen und mit einem grauen Farbmix bemalen. Hierzu vermische ich das Raw Sienna 1:1 mit Schiefergrau und gebe wie immer einen Schuss Holzleim zum Versiegeln hinzu. Beide Farben kommen dann auch noch einzeln auf meine Trockenbürstpalette. Zunächst wird alles mit dem Farbmix bemalt. Anschließend trage ich das pure Schiefergrau auf, um damit die Zahnradflächen der Tür zu betupfen und diese Bereiche leicht abzudunkeln. Als nächstes nehme ich mit einem Schaumstoffstückchen etwas Raw Sienna auf, um es hier und da auf die Front nahe der Tür aufzutupfen. Abschließend erfolgt mit einem sauberen Schaumstoffstückchen ein Verblenden und Abtupfen überschüssiger Farbe. Hierbei sorgt er übrigens gleichzeitig für eine dezente Struktur. Mischt nun etwas Sandbraun in euren Farbmix, um damit die Fläche zu bemalen, auf die später die Front geklebt wird. Danach bekommen die im ersten Teil zugeschnittenen Plastikstreben ihre Farbe. Zunächst werden einige Holzleimnieten wie im dritten Teil aufgetupft, um die Streben danach mit einer Sprühfarbe zu grundieren und dann mit dem Schiefergrau zu bemalen. Weiter geht's mit den eigentlichen Bunkermauern. Das Raw Sienna ist dafür, wie gesagt, meine Hauptfarbe. Zum Hineintupfen nehme ich Umbra und lichtes Ocker. Mit dem dunklen Umbra werden zunächst alle Vertiefungen bemalt, bevor das Raw Sienna großflächig aufgetragen wird. Um diese Flächen dann aufzulockern, wird das helle Ocker hineingetupft und verblendet. Auch hier leistet ein Schaumstoffstückchen wieder hervorragende Dienste. Mittlerweile dürfte die Front getrocknet sein, sodass dort das typische Vault-Gelb aufgetragen werden kann. Dafür nehme ich einen Acrylstift, denn Acrylstifte sind für Detailarbeiten, wie hier auf der Bunkerfront oder für Kantenakzente auf einer Miniatur, eine wahnsinnig gute Alternative zum Pinsel. Vor allem, weil die Farben meist richtig gut decken. Tupft und malt das Gelb etwas unregelmäßig auf, damit es wie schon leicht abgeblättert wirkt. Auch eine zweite Schicht hier und da kann gut aussehen und die verwitterte Optik verstärken. Danach könnt ihr endlich die Streben aufkleben, um anschließend mit einem Schaumstoffstückchen und ganz wenig Farbe passende Verwitterungen aufs Gelb zu tupfen. Nehmt dafür einfach das Schiefergrau, mit dem ihr die Front bemalt habt. Die neue Schicht wirkt dann wie täuschend echte Farbabplatzer. Und noch ein Tipp, wer wie ich nur ein recht knalliges Gelb in seinem Acrylstifte-Sortiment hat, kann es mit einer stark verdünnten Contrastfarbe ganz leicht in ein eher passendes Gelb-Orange verwandeln. Einfach dünn auftragen und trocknen lassen. Es folgt ein brauner Wash. Ich nehme dafür meine eigene, kostengünstige Mischung, aber natürlich könnt ihr auch zu gebrauchsfertigen Washes greifen. Tragt den Wash gleichmäßig auf und nehmt eventuellen Überschuss aus den Vertiefungen direkt wieder auf. Die großen Flächen solltet ihr zusätzlich mit einem Küchentuch sachte wieder abtupfen, damit lediglich die Vertiefungen abgedunkelt werden. Sobald der Wash getrocknet ist, geht's mit zwei Farben ans Trockenbürsten der Front. Als erste Farbe helle ich das Schiefergrau etwa 1:1 mit einem Hellgrau auf. Die zweite Farbe ist das pure Hellgrau, wobei ich in beide Farben noch etwas Raw Sienna mische, damit sie sich optisch der Hauptfarbe annähern.
Wichtig ist nun, dass ihr nur mit ganz, ganz wenig Farbe auf dem Pinsel über die Flächen, Ecken und Kanten bürstet bzw. tupft. Und mit der hellsten Farbe nur noch von oben nach unten bürstet, um den natürlichen Lichteinfall zu simulieren. Und bürstet lieber 2 bis 3 Mal mit zu wenig Farbe als einmal mit zu viel Farbe. Gleiches gilt für den Rest des Bunkers. Zum Trockenbürsten dort nehme ich 3 Farben, Raw Sienna, lichten Ocker und Sandbraun. Das Sandbraun mische ich zudem in die anderen Farben etwa 1:1 hinein. Klebt dann die Front auf den Bunker, um danach die Übergänge und Kanten vorsichtig mit dem Sandbraun trocken zu bürsten und alles zu verblenden. Schnappt euch für die finalen Verwitterungen nun ein dunkles Grau und ein dunkles Braun sowie einen schwarzen, einen braunen und einen rostfarbenen Wash. Außerdem braucht ihr entweder einen kleinen Trockenbürstpinsel oder ein Mini-Schaumstoffstückchen. Zum bequemen Festhalten empfehle ich hierfür eine Kreuzpinzette. Nehmt wieder nur ganz wenig Farbe auf bzw. tupft das meiste wieder heraus, um dann durch Abstreifen auf den Bunkermauern realistische Schlieren zu erzeugen. Orientiert euch hierbei an den Schäden am Bunker, wo sich natürlicher Dreck sammeln und herunterlaufen könnte. Malt dann zusätzlich feine Schlieren mit dem braunen und schwarzen Wash. Zieht dabei immer nur möglichst dünne Striche von oben nach unten. Den Rostwash setze ich übrigens ganz dezent ein, denn ich denke mir, dass Vault recht hochwertige Materialien verbaut hat, die auch nach einem Atomkrieg und Jahrzehnten kaum rosten. Acrylwashes funktionieren auf dem rauen Untergrund übrigens deutlich besser als Ölwashes, denn die würden in alle Mini-Vertiefungen und damit auch stark zu den Seiten hin verlaufen. Ganz nach Geschmack und als finale Deko könnt ihr nun noch Poster aufkleben. Ich habe mir dafür einige Fallout-Motive im Internet per Google zusammengesucht, auf einheitliche Größen skaliert und farbig ausgedruckt. Um die aufgeklebten Poster abschließend mit dem Bunker zu verblenden, geht nochmal mit den Washes drüber und nutzt verdünnten Holzleim zum Fixieren. Danach wäre der Vault-Bunker dann aber auch endlich spielbereit. Ich hoffe, ihr habt eine Menge aus dieser 4-teiligen Fallout-Bunker-Serie an Inspiration mitnehmen können. Schreibt mir euer Feedback zu der Serie und dem Modell gerne in die Kommentare. Mehr rund ums Bemalen von Tabletop-Gelände gibt's übrigens in meinem kommenden Buch und natürlich in weiteren TWS-Videos. Euch ein farbenfrohes Wochenende mit passenden Verwitterungen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!